Das hatte ich so jetzt auch noch nicht. Ist eigentlich schon wieder Zeit für ein Cheat-Experiment? Ich freue mich jetzt schon, lange ein Spiel suchen zu dürfen. Let's go! Hä? Ich fass es nicht! Das gibt's doch gar nicht. Sind wir voll? Naja. Okay, die treffen im Moment ja wirklich famos. Sehr gut, sehr gut. Gute 4 Magazine gebraucht. Ist euch aufgefallen, dass das Knifflchen wie Plastik klingt? Als wenn was rascheln würde. Hab's gehört? Das ist ja aktuell das Knife, das es im Livestream gibt, ne? Also rankommen. Dreimal die Woche ist Stream, wisst ihr ja. Ich vergiggle mich. Ah, jetzt sind alle da. Es geht echt los. Let me show you a little trick. Okay, gut, es geht los. Die LHF. Hallo, Team. Hallo! Okay. Hört sich ja erstmal gut an. Ich brauche noch 3 Siege bis zum Rank. 3 sind es noch. Zählt Draw auch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ob, Der eine ist direkt raus. 7 Tage. Oh Mann, ey. Das ist bitter, oder? An der ersten Runde. Kann ich boosten? Oh, okay. Hey, ich hab, glaube ich. Ich will den Tag nicht zu früh loben. Coole Mates. Das ist jetzt irgendwie. Es wirkt irgendwie schon gewonnen, oder? Also, wir schauen mal aufs Scoreboard im Moment. Also, nur von den Kills her ist hier noch überhaupt nichts auffällig. Man kann eh in der zweiten, dritten Runde noch nicht allzu viel, ne, darüber aussagen. Nur von den Kills jetzt halt her, ob jemand hackt oder nicht. Die letzten beiden sind am Spawn. Beziehungsweise Spawn. Ah, die killen sich gegenseitig, I see. Natürlich ist das jetzt ja auch eine Umgebung, in der man möglicherweise ausrasten könnte und dann halt mit Hacks reinpimmelt. Was ich mir nicht wünsche. Im letzten Game hatten wir ja einen Hacker bei uns. Also, der hat mir mehrere Hacker dann am Ende, ne? Wir hatten bei uns welche, wir hatten bei den Gegnern welche. Also, es war, bei den beiden Spielen davor keine. Mal schauen, wie es hier ist, ne? Aua, mate, danke, dass du mich killst. Okay, der ist Hawaii. I'm planned to for events. Quick game, I guess. Yes. This was pretty fast. Gut, ja, wir hatten hier ein Spiel, bei dem ich sehr stark davon ausgehe, dass wir keine Hacker hatten. Das hatte ich so jetzt auch noch nicht. Dann machen wir noch eins, das ist klar, komm. Genug Cash für heute. War es nicht irgendwie klar, dass es jetzt noch länger dauert? Game weiß es einfach, ich gebe ihm ein Spiel, das sofort aufhört, komm. Dann lass ich 10 Minuten reinsuchen, bah! Was? Vor 10 Minuten ein Treffer? Da ist doch gleich wieder irgendwas faul. Oh, es sind alle da. Ist ja nicht zu glauben. Legen wir los. Hallo, Team. Hallo. Hallo, oh, der klingt aber auch gut. Sind nur wir zwei am Talken. Toll. Ich hätte so gerne das andere Spiel weitergespielt und nicht mit den Nasen hier, wo nur einer callt. Scheiße. Was ist denn los hier? Das sehe ich direkt. Ja, das sah natürlich jetzt schon mal sehr merkwürdig aus. Also vor allem, weil er wusste, dass da hinten jetzt auf einmal einer durchkommt und nicht von, ich weiß auch nicht, A oder sonst wo. Und den hat er auch irgendwie gesehen. Von einem wunderschönen Spiel mit edlen Mates und ohne Cheat-Kackvögeln in eine Runde mit einem Callenden und wahrscheinlich direkt einem Hacker bei mir im Team. Toll. Das ist ja wirklich jetzt super klasse, ne? Er hat 4 Kills gemacht. Bombe gelegt, alles gemacht. Also den müssen wir echt im Auge behalten, den Dödel. Die sind weg von Ramp und... Oh, das ist der Colt? Hä? Ist einer immer noch Heaven? Jo. Naja, wir behalten ihn auf jeden Fall mal im Auge. Von der Stimme her klang er jetzt eher wie jemand, der halt schon viel Erfahrung hat. Ne? Also, wir gucken mal. Standard, denn da oben wusste er natürlich, oder der war bekannt, der da unten war laut, das war der Mate, okay. Oh, oh. Of course. Trotzdem war die erste Runde sehr komisch mit dem einen dabei Trophy oder wie der Raum heißt. Grün ist noch am Start. Er ist irgendwie nicht mit uns verbunden so richtig. Also er spricht nichts, hört auch nicht auf die Zurufe und so weiter. Aber möglicherweise holt er uns trotzdem den Win gegen 3. Er wirkt jetzt nicht vercheatet oder sonstiges. Also er spielt da gemütlich vor sich hin. Hat zwar immer wieder also ein sehr merkwürdiges Crosshair-Placement. Aber ja, vielleicht, keine Ahnung, will er halt auch viel Shoulder peaken oder sowas. Ich weiß nicht. Boah, ich würde da nicht reingehen, die ballern ja auch durch die Wand. Der Plant wird für ihn auch nicht leicht sein, ne? Weil die können ja einfach den Vent runter. Und sind dann bei ihm. Oh. Oh! Hat er jetzt die Gegner beleidigt oder unseren Spieler? Das wäre irgendwie assi.
Weißt du, selbst vielleicht reinhacken, aber dann die Mates beleidigen, wenn sie nicht irgendwie im 1 gegen 3 performen. Was willst du auch großartig machen? Er hat ja versucht, alles rauszuholen. Also mit seinem Bombe holen und runtergehen und sowas. Ne? Das war ja an sich gar kein so übler Try. Ich gehe mal die Bombe legen. Bleibt noch ein bisschen hier stehen. Nice. Outside. Nice. Okay, gut. Das ging jetzt ziemlich easy von der Hand. Wir müssen ihm unbedingt noch ein bisschen über die Schulter schauen. Die letzten zwei Runden waren jetzt irgendwie nicht so bombastisch bei ihm. Also, dass man jetzt sagen könnte, wow, wow, wow. Oh mein Gott, Alter. Ich gehe hoch. Ich gehe outside. Okay, die sind draußen am Fighten, die Jungs. Ich komme mal dazu. Leute, der kommt raus und killt den nächsten. Oh, oh! Half HP one. Die Vermutung aus der ersten Runde schwächt sich gerade stark ab. Möglicherweise mal der letzte da drin dann doch irgendwie angesetzt. Also ich habe keinen Call gehört. Vielleicht hat man den irgendwie ganz kurz auf der Map gesehen und ich habe es verpasst. Aber Orange, also dieser Gottkerl, spielt jetzt dann doch ziemlich normal. Mhm, letzter ist Half. Ja gut, der Wind ist nicht mehr drin. Schade, Schokolade. Diesen Account habe ich jetzt ja wieder ganz komplett alleine eingespielt. Den Zweit-Account Frauenarztbesucher, den habe ich ja mit euch gemeinsam in Videogames eingezockt. Da bin ich dann doch schon pretty interested. Komm, wir gucken mal beim Mama H ein paar Gote zu. Gut, der hackt nicht, ja. Hä? Was machen die? Warum? Komm jetzt nicht auf der Zaubersprache sprechen, bitte. Oh, da hat sich aber eben jemand eingestuhlt, glaube ich. Gottes Willen, das Team von Cash war einfach so zuckrig und jetzt habe ich hier solche Affen. Ihr kauft schon wieder ein? Okay, Kaki. Willst du rumschimpfen und sich irgendwie über Leistung beschweren, aber jede Runde reinkaufen, Alter. Outside, are you people, where are you? Oh, behind, komm schon durch. Ich bin gleich weg. Gegner, hallo. He was on the rooftop. Ich sehe den Main. Boom. Ja, der ist da drin, ne? So. Jetzt gehe ich leise dahin und hoffe, dass er denkt, dass ich B bin. Hey! Ich hätte einfach B gasen können, weißt du? Planten, der bleibt oben auf A stehen. Safe. Die Bombe geht hoch, er stirbt. Wundert sich noch, wo die war. Gerade bei Nuke ist es halt eigentlich sau wichtig, dass du das halt richtig spielst, ne? Mit deinem Team zusammen. Dass man gemeinsam die Ghosts macht und so. Das hier ist einfach nur Deathmatch. Es wird noch nicht mal angesagt, wo der jetzt eben stand, ne? Also Russian Tiger oder Rust Tiger guckt erstmal kurz nach oben, weil er denkt, der Schuss kam von oben oder der Kill. Und ja. Ich frage mich, warum man denn überhaupt reinqueut, wenn man so ist. Also wenn man von vornherein weiß, ich suche jetzt ein Spiel und beteilige mich einfach null. Ich call nicht, ich antworte nicht, ich rede auf Russisch wie so ein Spitzdackel und beteilige mich nicht am Teamgeschehen, egal was angesagt wird. Warum spielt man dann nicht Deathmatch? Warum muss es Matchmaking sein, wenn man doch einfach nur für sich alleine ein bisschen schießen will? Oder? Da wird die Bombe einfach zu den Cities rübergetragen und du stehst dann da. Team flasht auch. Also wir sind einfach nur sehr, 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 sehr schlecht. Und er hat die erste Runde sicherlich, ja gut, wegen diesem einen einzigen Verdacht, wie gesagt, bestimmt dann doch die Info gehabt, dass er da rechts stand. Wahrscheinlich war er auf der Karte sichtbar oder da lag... War da die Bombe vielleicht da und ich kann nicht zurückspulen, keine Ahnung. Der war irgendwie aware, weil sonst spielt er halt wie ein Standard, also ganz normal, da ist nichts mit... Dass er irgendwas riecht, weiß im Vorfeld oder sonstiges. Er läuft in die Situation genauso dumm rein wie wir. Ist immerhin schon mal ein kleines, aber feines, helles Licht am Ende des sehr, sehr schwarzen Tunnels. Dennoch ist der Win hier halt weit entfernt. Wo ist denn der Pisser? Angefragt, okay. Und weg. Das läuft ja wirklich hervorragend. Drei Outside. Ich bin Ramp und einer ist AFK. Das ist schön, ne? Also einfach, weil sie so bescheuert sind und sich durchgehend beleidigen, immer wieder Kick-Anforderungen stellen und so weiter und so fort, wünsche ich mir jetzt sogar, dass wir verlieren. Weil solche, ja, die haben keinen Win verdient. Ich versuche mich gerade krampfhaft an die Zeit zurückzuerinnern, in der ich alleine solo-queued habe, ohne YouTube. Was eigentlich so gut wie nie vorkam. Aber wenn, dann ging es mir schon immer darum, dass wir gewinnen. Also ich wollte immer, dass ich mit dem Team zusammen halt gewinne. Und das hieß automatisch für mich, dass ich mich beteiligen muss, ne? Callen, die Absprachen machen, beziehungsweise mitmachen und so weiter und so fort. Und nicht wie Franz und Hans hier rumdümpeln und Deathmatch spielen. Die 6 Runden, die wir gewonnen haben bis jetzt, die waren halt einfach nur lucky, ne? Weil die Gegner halt dann gerade da kamen, wo wir sind oder wo wir waren. Aber wenn die sich einmal richtig aufstellen, kommt man da nicht ran mit Deathmatch-Manier. Einfach irgendwo durchrennen auf Long und gucken, was passiert. Tja, es ist Revolverzeit, meine Damen und Herren. Oh, Alter, wow. It's Dirty Harry, oh my gosh. Jawollo, Bi, hallo. Later. Also mit diesem Spiel
hackerfrei haben wir dann wie viele Spiele gemacht? 10 oder sowas? Ja, wir haben ja manchen Tagen mehr Spiele gemacht, so wie heute, dann haben wir auch 2 gemacht. Wenn wir mal von 10 Spielen ausgehen würden, hatten wir in 4 keine Hacker, ne? Das geht ja eigentlich, das geht ja eigentlich. Also wenn man bedenkt, dass ich einen brandneuen Account habe, ohne Prime, ohne andere Spiele, ohne irgendwas, also vom Trust-Faktor her so schlecht stehe, wie ich nur stehen kann, wie es nur möglich ist, dann ist diese Ausbeute gar nicht so schlecht, oder? Also ich habe zumindest mit deutlich schlimmerem Verhalten gerechnet, irgendwie. Ich dachte, alles wäre komplett durchgehackt. Also von vorne bis hinten hätten wir ausschließlich immer Hacker in den Spielen und auch so richtig heftige mit Spinboard und so weiter. Ah, Lem und ein Supreme? Fazit, erstes Game, saugeil, cheaterfrei, geile Mates, herrlich. Zweites Game, widerlich, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich bin, wie gesagt, trotzdem sehr gespannt, wie mein Rank so wird. Ich brauche noch 2 Wins. Denkt dran, das hier ist gerade das aktuelle Knife-Geschenk, das es im Livestream gibt. Einfach in die Streams kommen, wir streamen jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Kommt dran und seid cool. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein, danke für die Likes, danke für die Kommentare und so weiter und so fort. Adam!